Herzlich willkommen beim Mediale Energetik Podcast. Ich bin Oliver Ereni und heute erfährst du von mir, wie du bei dir bleibst. Also, bleib dran! Ein Dauerbrenner bei meinen Klienten ist immer die Frage, ja, wie schaffe ich es, in solchen schwierigen Zeiten bei mir zu bleiben? Wie schaffe ich es, mich nicht ablenken zu lassen? Und was lenkt uns denn ab? Die Medien lenken uns ab, uns lenken unsere Freunde ab, unsere Familie lenkt uns ab. Also wir haben rundherum immer Hintergrundrauschen und da habe ich vom Handy noch nicht einmal angefangen zu sprechen. Das heißt, wir haben sehr viele Ablenkungen in unserem Leben. Und im Prinzip buhlt ja alles um unsere Aufmerksamkeit. Ob das der neueste Prospekt vom Discounter ist, der sagt, oh, was kann ich denn jetzt einkaufen? Ob das irgendeine Facebook- oder WhatsApp-Nachricht ist? Ob das irgendein Bild auf Instagram ist? Ob das in den Nachrichten irgendeine Schlagzeile ist? Ob das unser Partner ist, der gerade etwas möchte? Ob das die Schwiegermutter ist, die mal wieder anruft? Ob das der böse Arbeitskollege ist, der wieder nur etwas braucht. Ablenkungen sind überall. Und gerade in einer Zeit wie der unseren, das heißt, wo diese Ablenkungen unglaublich groß werden, Schlagwort Pandemie zum Beispiel, ist es natürlich ganz wichtig, bei sich zu bleiben. Und ich werde auch immer gefragt, naja, Oliver, wie schaffst es du, in deiner Mitte zu bleiben? Wie schaffst es du, bei dir zu bleiben? Wie schaffst es du, in solchen Zeiten, wo man nur eingeschränkt arbeiten kann, wo man womöglich keine Seminare machen kann, wie schaffst du es, dich abzulenken und bei dir zu bleiben? Und da möchte ich dir heute ganz klar Tipps geben. Und eine meiner wichtigsten Techniken ist, wie bleibe ich bei mir? Wie kann ich mich um mich drehen? Da muss man nur beobachten, wo ist meine Aufmerksamkeit normalerweise? Die ist im Außen, egal wo, sagen wir Nachrichten, sagen wir Handy. Wie kriege ich also meine Aufmerksamkeit in mich rein? Naja, das ist ganz einfach. Du hörst dir selber mal zu. Du hörst jetzt nicht mal Facebook zu, irgendeinem Facebook-Post oder YouTube. Also dem Video kannst du noch zuhören, aber dann hör dir selber zu, YouTube zu. Sondern du hörst dir mal selber zu. Und das machen aber ganz wenige Leute. Die meisten spüren so, ach, mich freut's nicht und ich mache halt meine Sachen und arbeite das ab. Aber ganz wenig Leute hören wirklich in sich rein. Und wie geht das? Also wie mache ich? Ich kann dir nur sagen, wie es ich jetzt mache. Also ich setze mich da ganz bewusst hin, ohne Handy, ohne Hintergrundgeräusche. Und ich habe dann auch noch meistens so Kopfhörer auf, so Noise Cancelling, dass ich wirklich keinen Straßenlärm höre, dass ich absolut bei mir bin. Muss aber nicht sein, ich mag es halt. Und dann höre ich mal in mich rein. Was heißt, ich höre in mich rein? Das heißt, ich führe im Prinzip mit mir selber ein Gespräch und kein oberflächliches Geplänkel, sondern ich höre mir ganz bewusst zu. Und das kann ich auf verschiedene Arten machen. Ich kann sagen, ich höre meinem Körper zu, was würde dem jetzt gut tun? Ich höre mir selber zu, das heißt zum Beispiel meinen Gedanken und beobachte nur. Ich frage mich, wie ich mich fühle und höre meinen Gefühlen zu. Und wenn ich so in mich gehe, immer ruhiger werde, werde ich auch klarer, werde ich bewusster. Mir fällt dann auf, was fehlt mir, was würde ich mir vielleicht noch wünschen, was wäre wichtig für mich. Zum Beispiel, wenn ich da hören würde, ich bin heute traurig, oder ich habe heute Angst, dann kann ich einfach sagen, okay, was brauchst du denn, dass du nicht mehr traurig bist? Was würde dir denn Freude bereiten? Was würde dir die Angst nehmen? Und alleine schon diese Frage, dieses Zuhören, merke ich schon, dass ich ruhiger werde, dass sich das wieder ausgleicht. Also das wäre so mein Tipp,
Wie kannst du bei dir bleiben? Hör dir mal selber zu und nimm dich selber ernst und nimm dich selber wahr. Führ auch ganz klar einen Dialog mit dir, ein Gespräch mit dir. Das ist mal definitiv einer meiner Lieblingstipps, wie ich bei mir bleiben kann, wie ich das schaffe. Die zweite Technik, die ich anwende, um bei mir zu bleiben, ist schauen, dass ich mein Leben möglichst erfüllt lebe. Und mit erfüllt leben meine ich, dass ich ganz viele Aktivitäten mache, die mir Freude bescheren. Ich meine, ich wundere mich ja immer wieder, dass es Leute gibt, die einfach nur was machen, ohne dass sie Freude dran haben. Verstehe ich überhaupt nicht, wie man das tun kann, sondern ich schaue immer, dass ich eine Freude habe, dass meine Interessen gestillt werden, dass ich irgendwo was lernen kann, etwas neu üben kann und dass ich mich so herausfordere. Und das finde ich eigentlich irrsinnig spannend. Also ich mache einen Kurs, ich lerne irgendein Gedicht auswendig oder sonst was, ich lese ein Buch, irgendwas, was mich wirklich fasziniert und freut. Und da nehme ich mir dann auch Projekte vor, dass ich sage, okay, jetzt lese ich nur den Roman von XY, weil da lese ich jedes Jahr diesen Roman, der da neu rauskommt, das freut mich. Oder ich arbeite irgendwelche klassischen Romane auf. Oder wie gesagt, ich schreibe mich bei einem Wifi-Kurs ein und beschäftige mich mit einer neuen Technologie oder irgendetwas, was es zu lernen gibt. Für mich ist also diese Welt irrsinnig reich an Erfahrungen und Möglichkeiten und ich möchte möglichst bewusst bestimmen, mit was ich mein Leben fülle und mit was ich mich selber anfülle, mit was ich meinen Geist fülle. Und deshalb schaue ich, dass ich da ganz bewusst selektiere. Das heißt, ich lasse mich nicht jetzt einfach von einem Fernsehprogramm berieseln. Also ich habe zwar einen Fernseher, aber da wird nur wirklich selektiv geschaut. Auch nicht so dieses Alltagsfernsehprogramm, was so läuft, sondern ich wähle da ganz bewusst immer aus, was schaue ich. Ist das eine Serie, die mich interessiert? Ist das ein Film, der mich interessiert? Und da wähle ich immer bewusst, genauso wie ich mich nicht von einem Radio beplänkeln lasse, ja, sondern ich habe immer, naja, wenn ich jetzt sage, ich habe immer eine CD drinnen, besser als eine Kassette, aber ich habe im Auto tatsächlich noch einen CD-Player, wo ich CDs hören kann oder sonst zumindest einen USB-Stick mit irgendwelcher Musik, die ich aber auch selber wähle. Und da fordere ich mich auch heraus. Ich schaue zum Beispiel, dass ich einen Komponisten entdecke, den ich so noch nicht kannte. Hör mir mal was von Bruckner an zum Beispiel. Oder neulich habe ich mal Sondheim ein bisschen aufgearbeitet, weil mir den so viele empfohlen haben. Also das heißt, da mache ich wirklich so ganz bewusst Projekte, die ich für mich aufarbeite. Und so beschäftige ich mich auch wieder mit Dingen, die mir wichtig sind. Das heißt, ich schaue, dass ich mein Leben so gestalte mit Elementen, die mir entsprechen, die ich wählen kann. Und das ist eben so, das sind so meine zwei Tipps. Jetzt kannst du natürlich sagen, naja toll, du lebst ja jetzt nicht permanent mit zwei kleinen Kindern herum und es dreht sich alles um die Familie und Kinder. Ja, das stimmt, da habe ich ein paar andere Entscheidungen getroffen. Aber man kann das auch, wenn es im Familiensystem laut ist. Also wenn man das sich sehr gefordert fühlt, kann man auch mal einen Schritt zurückgehen und schauen, was ist mir wichtig. Und wenn dir selber wichtig ist, ein guter Vater, eine gute Mutter zu sein und du spürst das dann, dann handelst du so, weil du diese Person bist und nicht, weil du das Gefühl hast, deine Kinder fordern andauernd von dir. Das heißt, die Kraft kommt dann aus dir raus. Und du hast nicht mehr das Gefühl, dass immer nur gefordert wird und dir die Energie wegläuft. Also das wäre so ein Tipp, wenn wirklich viel im Umfeld ist, frag dich einfach, welche Art Partner bist du, welche Art Mutter oder Vater bist du. Und dann bist du auch wieder mehr bei dir, red einmal darüber. Vielleicht kommst du auch drauf, dass du dich zu sehr verausgabst, dass du zu überbesorgt bist, dass du zu, unter Anführungszeichen, nett bist. Auch dann kann man regulieren und dagegen lenken. Also das sind eben so ein paar Tipps, wie du bei dir bleiben kannst und wie du versuchen kannst, in jeder Situation halbwegs klarzukommen. Und das ist auch noch einmal wichtig. Du bist mit jeder Situation letzten Endes alleine. Also wart nicht groß auf irgendwelche Hilfe, sondern such die Hilfe bitte in dir selber. Die Lösung ist in dir drinnen.
Die Lösung kann auch sein, zu sagen, ich gehe jetzt zu einem Arzt, ich gehe jetzt zu einem Energetiker, ich gehe zu einem Psychologen, ich gehe jetzt zu einem Trainer, ja, keine Ahnung. Aber auch dann erwächst die Lösung in dir. Das heißt, das ist nie diese Ohnmacht, die sollte nicht da sein. Wenn ich das Gefühl habe, ich kann einfach nicht mehr, gut, dann erlaube ich mir mal ohnmächtig zu sein, das ist völlig in Ordnung. Aber da gebe ich dann immer einen Rahmen rein, dass ich sage, okay, jetzt bist du gerade ohnmächtig, mein Gott, bist du arm. Und dann suhle ich mich ein paar Minuten in Ohnmacht und sage, okay, jetzt reicht's mit der Ohnmacht, was können wir jetzt tun? Und wenn du das Ohnmachtsgefühl hast, was hilft gegen Ohnmacht? Das ist natürlich die Macht, die Eigenermächtigung, die eigene Kraft. Das heißt, wenn du einen Ohnmachtsteil in dir hast, dann hast du auch einen Ermächtigungsanteil in dir, einen Anteil in dir, der sagt, okay, da gibt es einen Weg, der dich antreiben kann, der dir Kraft geben kann. Nur wahrscheinlich lebst du jetzt eher den Ohnmachtsteil anstatt des anderen Teils. Und deshalb würde ich dir empfehlen, wenn du das Gefühl hast, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr, ich bin ohnmächtig, dass du in diesen Anteil gehst, wo ich sage, ich kann, ich bin kraftvoll, ich bin in meiner Eigenermächtigung. Auch das wäre nochmal so eine Möglichkeit, ob du das jetzt einatmest, ob du dir eine Farbe vorstellst, du wirst merken, es wird leichter, es wird klarer und du bist mehr bei dir. So kannst du relativ schnell Manipulationen und ein Kuddelmuddel lösen, das jetzt natürlich überall ist. Also bleib bei dir, denn du bist wirklich die einzige Person, auf die du dich verlassen kannst. Bleib klar, bleib liebevoll und bleib bewusst. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute. Wir sehen uns nächste Woche wieder beim Mediale Energetik Podcast. Ich bin Oliver Erini. Ich bin medialer Energetiker und das ist Energetik, die wirkt. Und wenn dir dieses Video gefällt, dann freue ich mich über ein Like oder drück bitte den Abonnier-Button. Abonnier den Kanal, da würdest du mir irrsinnig helfen. Gut, alles Liebe und bis bald. Dein Oliver Erini. Tschüss.